Ich glaube, das geht so nicht, und wenn du dich noch weiter vom Mikrofon weglehnst, dann reißt du mir den Kopfhörer aus dem Ohr. Hallo Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Rot. Ich habe jetzt Vogel ein bisschen angepasst ans Level des Teams, zumindest so ein kleines bisschen. Hier macht es allerdings wieder Sinn, Suppe an die erste Stelle des Teams zu tun, denn wir sind hier im Mondberg, denn wie jeder Suppe weiß... Suppe ist, wie jeder weiß, der erste Hauptgang, darum ist es am wichtigsten, dass Suppe zuerst kommt. Genau das. Halt, ich habe was Wichtiges vergessen. Wir können noch ein Pokémon kaufen. Möchtest du ein Pokémon kaufen? Ja, wieso nicht? Möchtest du ein Pokémon kaufen? Und dieser Mann hier, der überhaupt nicht zwielichtig aussieht, der verkauft uns ein Pokémon. Hey, möchtest du mein Pokémon sehen? Es kann... Möchtest du ihn lesen? Es ist kein Härten. Das Team Rocket terrorisiert die Einwohner von Azuria City. Kein Tag vergeht ohne Meldungen über Team Rockets Schandtaten. Ich glaube, ich habe ihn verwechselt. Hallo, möchtest du ein Geschäft machen? Genau, den meinte ich ursprünglich. Ich gebe dir einen exzellenten Carpador. Für läppische 500 Geld. Interessiert mich. Komm, gib her. Carpador ist wichtig, okay? So, und wie nennen wir Carpador? Ich hoffe, das ist klar. Sushi. Natürlich. Natürlich nennen wir Sushi. Jede andere Antwort von dir hätte mich sehr enttäuscht. Haifischsuppe. Haifischflossensuppe. Das wäre zu lang. Genau, ja, wie Schildkrötensuppe. Nein, die Zuba. Es geht schon los. Batman, es ist Batman. Es ist die Fledermaus-Flügelsuppe, was? Nein, das ist dann Batman. Okay. Was gibt's? Meine Kumpels müssten gleich hier sein. Meine Kumpels, mit denen ich immer in der Höhle spazieren gehe. Aber setzt Piepsi ein. Ein Freund von mir war in Neuseeland, hat ein halbes Jahr Work and Travel gemacht. Mhm. Und der ist auch mit einer Freundin zusammen so zum Klettern in so eine Höhle gegangen. Und da sind die nicht mehr rausgekommen. Weil die irgendwie... Piepsi ist so nervig. Dann musste er ihr mit Räuberleiter raushelfen irgendwie und sie ist dann ins nächste Dorf gefahren und musste ein Seil holen, damit er irgendwie aus dieser Höhle rausgekommen ist. Krasse Geschichte, ich habe keine Ahnung, wie genau das abgelaufen ist, aber ich stell mir sowas richtig heftig vor. Ich sag mal so, das Einzige, das mir passiert ist, als ich im Ausland war, war, dass ich einmal von einer Welle beim Surfen erwischt wurde und dann ungefähr 2-3 Meter unter Wasser wieder zu mir gekommen bin. Und dann, ja, ein leichtes Trauma davon hatte. Das ist aber auch krass. Es passiert halt, wenn man surfen geht und die Welle unterschätzt. Die Welle. Guter Film übrigens. Hat jetzt nichts mit Surfen zu tun oder so, aber guter Film. Ja. Ich habe verloren! Oh nein! Oh noos! So, dann gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Höhle. Oh nein, es ist wieder ein Batman. Hätte ich eigentlich schon die Möglichkeit gehabt, in... Da wollen wir übrigens nicht rein, in das Loch. Es ist ein Loch, da musst du rein. Kennst du, wie hieß es, die letzte Schlacht der Elfen? Wundervolle Spielereihe, und mit wundervoll meine ich absolut trashig für den RPG Maker, also vom RPG Maker. Nee, kann ich nicht. Es ist krass, wie oft ich schon durch den Mondberg gegangen bin, dass ich eigentlich die Route schon auswendig kann. Das ist... Wow, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Ja, außer man heißt Daro und geht gerade so halt schon gefühlt das 30. Mal durch den Mondberg. Kannst du bitte... Myrapla. Das ist ein Myrapla, das ist absolut richtig, das hast du gut erkannt. Denkt dran, Kinder. Immer. Immer gut bewässert bleiben. Denn genug Wasser in eurem Kreislauf ist wichtig. Ansonsten klappt ihr irgendwann zusammen. Besonders jetzt, wenn Sommer kommt. Also trinkt immer genug Wasser. Sonst. Trinkt genug Cola und Bier oder ihr Cola biert. Nein.
Denn sowohl Cola als auch Bier sind nicht ganz jugendfrei. Cola sollte man erst ab mindestens 14 und Bier vom Jugendschutzgesetz aus erst ab 16 trinken. Oder ihr lebt in Amerika, dann erst ab 21. Ja, aber dann seid ihr wirklich arm dran. America! Fuck yeah! Family Friendly Raro, der sagt das F-Wort nicht. America! Yeah! Frick yeah! Fatsch yeah! Magst du Ben & Jerry? Von dem, was ich bisher von Ben & Jerry gegessen habe, ja. Aber ich finde sie persönlich für meinen Geschmack zu teuer. Ja, das ist richtig. Ja, ich krieg die ja billiger, weil ich im Kino arbeite und wir zahlen immer nur den halben Preis. Ja, gut. Vom Einkaufspreis. Das ist recht angenehm. Denn da mag ich tatsächlich Fudge Brownie am meisten. Okay. Weil wir gerade Fudge, yeah, warum? Was fliegt da? Irgendwas fliegt da gerade durch mein Wohnzimmer. Los, es könnte ein Fussel sein oder es könnte. Was? Was? Ein Frosch? Nein, eine Motte. Ein Frosch, das ist ein Frosch. Ein geflügelter Frosch, Leute. Ja! Ihr habt es hier zuerst gehört. Gibt es ein geflügeltes Frosch-Pokémon? Ich meine, an und für sich ist Suppe ja ein geflügeltes. Nee, Flügelschildkröte ist Pokémon. Das ist Suppe. Team 1, yay! Was bist du für ein zwielichter Mensch? Du bist einer von Team Rocket, aber hey. Hey, möchtest du mein Visa-Knosp sehen? Wir drehen hier ein dickes Ding. Nein, du fängst jetzt nicht an, Erdnüsse zu essen. Doch. Svante, nein. Wir nehmen hier gerade ein professionelles Let's Play auf. Professionell. Los geht's, Suppe. Schafft Suppe es, dieses Batman zu besiegen? Die Antwort ist ja. Irgendwie. So, ab jetzt wieder ein Let's Play alleine. Das ist gar nicht. Wir spielen das jetzt alleine durch. Ich meine, du spielst sowieso alleine. Ich versuche nur irgendwie verzweifelt, diese Erdnüsse zu öffnen. Why would you do this? Weil ich Hunger habe, okay. Wir müssen nur gucken, dass Pikachu von der Erfahrung nicht zu weit zurückfällt, weil Pikachu brauchen wir ganz dringend in der nächsten Arena, weil sonst wird die nächste Arena ein Krampf. Okay, mein ja. Krampf. Absolut. Weißt du noch, was beim letzten Mal in der Arena passiert ist? Bei meinem Feuerrot-Let's Play? Nicht genau, was ist passiert. Die Rage-Quit-Folge. Oh. Rage-Quit-Folgen haben wir ja jetzt auch gestern aufgenommen, aber wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann seht euch die Ocarina of... Wind Waker. Wir sprechen da sehr ausgiebig darüber. Tun wir nicht, aber egal. Ja, doch. Wir haben erwähnen, schon... Wir erwähnen es ein wenig. Wir haben schon recht exzessiv darüber gesprochen, doch. Ja. Ich finde, wir haben halt so viel darüber gesprochen, wie es darüber zu sprechen gab. Ja. Mehr muss man darüber nicht sagen. Ich würde mal für den nächsten Kampf Onigiri vorstellen, weil ich weiß nicht, was der einsetzt, der Trainer. Bist du auch auf Forschungsreise? Und wenn der... Ein Teenager redet irgendwas von Forschungsreise, alles klar. Ja, richtig, weil da gegen das Radfratz kann Onigiri ganz gut gegenhalten. Und wie gesagt, wir brauchen in der nächsten Arena ganz dringend die Erfahrung auf Pikachu. Dies war äußerst effektiv. Es ist äußerst sehr hypereffektiv. Oh, das hat auch ein bisschen wehgetan. It hurts, man. Like if you cry every time. Aber wo wir schon eigentlich dabei sind, unsere Pokémon nach Essen zu benennen. Was ist denn, hast du irgendwie ein Lieblingsessen oder sowas? Ich meine, ich gehöre natürlich zu den klassischen Leuten, die Pizza einfach mega geil finden. Aber ansonsten eine Sache, der in meiner Meinung nicht jeder teilt. Ich finde Kassler mit Sauerkraut und vielleicht noch Kartoffelbrei. Das ist natürlich geil, aber dann auch so ein bisschen braune Soße. Ich bin zu schwäbisch, um sowas ohne braune Soße zu essen. Ja, braune Soße gehört nicht zum Sauerkraut dazu. Okay? Nein, aber zum Kassler und zum Kartoffelbrei. Ja, also Kartoffelbrei. Ansonsten so Schmorbraten oder Sauerbraten und so weiter. Da gehört nee, aber zu Kassler Soße auch. Dazu. Ich finde, zu Kassler kann man es auch sehr gut essen. Ja, aber wenn du Kassler mit Sauerkraut isst, gehört keine braune Soße dazu. Ja, aber dann aber Kartoffelbrei, dann ohne Kartoffelbrei. Kassler mit Kartoffelbrei und brauner Soße oder Kassler mit Sauerkraut? Eben, also man kann entweder Kassler mit brauner Soße oder Kassler mit Sauerkraut verbinden, aber nicht Sauerkraut, aber nee, keine... Sauerkraut mit brauner Soße nicht. Eben. Aber ich bin zu schwäbisch, um dann, also ich bin ja technisch gesehen nur Viertel Schwabe, aber ich bin dann doch zu schwäbisch, um das ohne braune Soße zu essen. Ich bin so ein Mensch, ich bin auch, meine Freundin, die ist ja zur Hälfte aus Schlesien.
Und die haben halt Soße immer so als Dip dabei. Ja, gut. Und die Schwaben ertränken ihr Essen immer so in Soße. Und meine Freundin kriegt auch immer voll die Krise, weil ich... Ich bin gebürtiger Niederrheiner. Ich komm aus Kleve. Aus Kleve? Ja. Nein. Doch. Nein, ich kenn... Oh mein... Jemand aus Kleve. Ja. Du kennst jetzt offiziell jemand aus Kleve. Kleve ist das Meme. Kleve ist eine tolle Stadt, okay? Die sind direkt an der niederländischen Grenze. Kleve die ist Königreiche so, von Kleve. Kleve ist so eines, ist so eine der Städte, wo du ganz einfach Gras bekommen kannst. Okay? Drogen sind schlecht, Kinder. Don't do drugs. Cool kids don't do drugs, okay? Aber sagtest du nicht niederrheinische Grenze? Ist auch Niederrhein. Das ist niederländische Grenze, wenn du da beides, Gras bekommst. Beides ist sowohl Niederrhein als auch Niederrhein. Aber der Niederrhein ist doch im Süden von Deutschland. Das sagst du jetzt. Ich sage was anderes. Ach so. Nee, denn ich bin schließlich ein Hybrid aus Grenze niederländisch und eben hier Grenze, ja, halt südliches Baden-Württembergisch. Baden-Württembergisch. Mittleres Baden-Württemberg. Denn, ja, ich bin halt gebürtiger Klever und... Gebürtiger Kleber. Hallo, ich bin Zwante und ich bin ein Uhu. ich bin ja eigentlich ein Uhu-Patafix. Wie ist ihr Nachname? Brit wie der Kleber, nur mit B. Was? Buhu? ich bin ja hier aufgewachsen. Also mit hier meinst du in Baden? Ja. Im Badenserland. Ja, so als Schwabe hast du es hier auch echt schwer. Ich bin recht froh, so Hochdeutsch aufgewachsen zu sein und Hochdeutsch zu sprechen. Ich wurde letztens tatsächlich, ich arbeite hier an der Kasse. Also im Kino und da arbeite ich halt auch an der Kasse. Und ich wurde letztens darauf angesprochen, da meinte einer zu mir, so, sie sind aber nicht von hier, ne? Dazu sprechen sie zu Hochdeutsch. ich bin mein ganzes Leben schon hier aufgewachsen. Aber ich bin tatsächlich, gerade wenn du solche Sachen machst wie YouTube oder so, da bin ich echt froh, dass ich so Hochdeutsch spreche. Und nicht irgendwie hier in Dialekt reinbabbel. Aber ich sag's mal so, so Bubble-Let's Plays sind natürlich auch schon so eine Nischenkategorie. Ja, aber... Sie sind vielleicht nicht so gefragt, aber sie sind dennoch gefragt. Ich könnte mir sowas nie angucken, auch wenn es ein Dialekt ist, den ich mag. Ich meine, du kennst doch bestimmt... Nein, Onigiri! Du kennst doch bestimmt diese tollen Let's Play... diese tollen Synchronisationen, dieses... Zum Beispiel Star Wars auf Pelzisch. Ja, natürlich kenne ich sowas, aber das ist so... Warum kassiere ich gerade so? Das finde ich nicht cool. Vogel C, nicht von Radikal. Nein. Nein, Vogel C schafft es natürlich, aber Onigiri hat gerade ziemlich auf den Sack gekriegt. Das auch. Daru besiegt Rocket. Also klar, es gibt ein paar Dialekte, die finde ich durchaus sympathisch. Und auch sympathischer als andere. Es gibt auch ein paar Dialekte, die finde ich absolut schrecklich. Zum Beispiel Bayerisch. Ich finde Bayerisch nicht mal den schlimmsten. Bayerisch geht noch. Es gibt harmlosere Dialekte als Bayerisch, aber Bayerisch ist schon grenzwertig. Was schlimm ist, meine Mutter wohnt ja in der Nordsee. Ich bin überall vertreten. Ne? Mein Opa kommt aus Berlin gebürtig. Beziehungsweise mein Opa ist in Berlin geboren, aber seine Eltern kommen aus Schlesien. Meine Oma ist gebürtig aus von der Schwäbischen Alb. Meine Mutter ist in Konstanz geboren, wohnt aber jetzt an der Nordsee. Es ist... Ich sag's mal so, die Nordsee ist ganz okay, denn an der Nordsee... Aber Plattdeutsch ist so schlimm. An der Nordsee habe ich immer meine Sommerferien verbracht. Ja, Nordsee ist auch echt... Es ist echt schön da, wo meine Mutter wohnt, in so einem 200-Einwohner-Dorf. Aber nur damit alle Bescheid so wissen... mehr Kühe als Einwohner, weißt du? Damit alle Bescheid wissen, Amrum ist um Welten besser, wenn es um Inseln geht, als Sylt. 100%! Ich war in meinem Leben so oft auf Amrum. Also ich glaube, ich war 5-mal oder so auf Amrum im Urlaub. Amrum war immer der Ort, wo ich meine Sommerferien verbracht habe. Amrum ist wunderschön. Amrum ist super. Und wie ich bereits auf Amrum gelernt habe, das einzig Tolle an Sylt ist die Aussicht auf Amrum.
Das ist genauso wie das einzig Schöne in Dortmund, die Autobahn nach Gelsenkirchen ist. Nein, also, nee, Amrum ist echt wunderschön. Nee, meine Mutter wohnt ja an der Nordsee und du merkst halt so, die fängt halt auch, mein Bruder spricht zum Beispiel, also mein nächst jüngerer Bruder, der ist jetzt 19 und der fängt auch an, sich da voll zu integrieren und so, was ja super cool ist, aber dann fängt der an, mit mir auf platt zu reden. Ah. Wenn er mir irgendwas auf platt vorlabert, das, es gibt nichts Schlimmeres. Ich meine, ich habe ja schon Probleme, wirklich Leute, die pelzisch mit mir reden, zu verstehen. Ja, pelzisch oder so monnemerisch. Das ist so, die aus dem, wenn du aus den Tiefen von Mannheim kommst. Monnemerisch geht teilweise noch. Nee, also wenn das jemand so richtig hart redet, du verstehst es nicht. Aber pelzisch ist teilweise wirklich so ein Problem. Als ich bei meinem großen Bruder im Betrieb gearbeitet habe, hat wirklich ein Mitarbeiter von ihm gefragt, dass da ich komme wohl nicht von hier. Und dann wurde der eben darauf hingewiesen, dass ich Kleber bin. Und dachte, ah, okay, dann klärt sich das. So, hier. Komm, lies. Stopp, Hände weg. Dies ist mein Pipi. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Helix-Fossil? Wie sieht's aus? Streber möchte dich näher kennenlernen. Drei Streber in deiner Umgebung. Was ich auch so schlimm finde, ist so richtig tief sächsisch. Das finde ich ist auch ein richtig sächsisch. Schlimmer Dialekt. Ich habe so ein Witzebuch auf sächsisch. Oh Gott. Das kann ich fürs nächste Let's Play mitnehmen. Das ist, wenn jemand so also aus dem Herzen von Sachsen kommt und so voll diesen Dialekt spricht. Furchtbar. Ich meine, ich bin relativ gut mit dem Dresdner befreundet. Und uff. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Das ist schon. Ja, bayerisch, auch wenn jemand so richtig bayerisch spricht, ist es auch schlimm. Oder Schweizerdeutsch. Oh. Obwohl das ja. Schweizerdeutsch. Obwohl es ja rein philologisch gesehen eine eigene Sprache ist. Schweizerdeutsch kann nicht wirklich als Deutsch gezählt werden. Nee, das ist rein philologisch auch eine eigene Sprache. Schweizerdeutsch ist furchtbar. Das ist mir in Australien mal passiert, als wir in so einem Nationalpark waren. Und wir haben eben so eine Baumstange und so weiter gesehen. Und da war so eine andere Touristengruppe da. Und mein Kumpel, der eben Dresdner ist, und ich, wir haben einfach auf Anhieb gemerkt, dass die Schweizerdeutsch sprechen. Weil das einfach so schlimm war. Das ist, ja. Ganz kurz, Kabuto oder Ammonitas? Ich würde ja für Kabuto tendieren. Klingt gut. Und zwar das Domfossil, ja. Ja. Das ist, da kriegen wir nämlich Kabuto raus, aus der anderen kriegen wir Helix-Fossil raus. Okay, dann gehört das hier mir. Das ist Helix-Fossil, da würden wir später Ammonitas rauskriegen. Aber ich finde Kabutops so viel cooler als Amoroso. Auch wenn das Helix-Fossil natürlich. This is the ladder. This is the ladder. Oh, und wir sind raus! And I'm gonna sing the ladder song. Wir sind raus, Freunde! Ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein mit Pokémon Rot! Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal! Bis dahin. Und. Auf Wiedersehen! Du solltest Ciao, Ciao sagen. Ciao, Ciao!